Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC. Wir sind auf der Intake auf dem Stand von Vito und der liebe Herr Schauf steht hier schon neben mir und wir wollen über Kühlschmierstoffe sprechen. Nein, noch viel genauer, wir wollen über die Filtersysteme von Kühlschmierstoffen sprechen und was es da für Innovationen hier auf der Intake gibt. Und da würde ich das Wort oder die Frage direkt mal an Sie richten. Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Und was haben Sie uns mitgebracht als Innovation hier für die Intake? Was gucken wir uns hier gerade ganz genau an? Ja, perfekt. Danke dir für die Vorstellung. Ja. Wir haben einen Filter mitgebracht, wo man Kühlschmierstoff mitfiltert. Das heißt, man macht das am besten im Tank, direkt in der Nähe der Pumpe, nach dem Bandfilter oder halt ganz ohne Filtration, wenn eine da ist. Der Vorteil ist halt, wir filtern und gleichzeitig belüften wir. Ja, das heißt, wir holen die ganzen Späne und so weiter raus, okay. Relativ fein. Also wir gehen da wirklich in den effektiven Filtrationsbereich von 5 μ rein, das heißt sehr, sehr fein. Und so sauber wie möglich kommt der Kühlschmierstoff dann wieder durch die Pumpe auf das Werkstück und gleichzeitig durch die Belüftung ist es halt einfach so, dass wir weniger Bakterien und auch Pilzbelastungen halt einfach im Kühlschmierstoff haben. Heißt, man kann letztendlich mit dem Kühlstoff länger und effizienter arbeiten und vor allem höre ich so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit raus. Also wir haben länger was von unserem Kühlschmierstoff. Ab sofort. Also es ist also länger und natürlich auch sauberer. Das ist auch ein Vorteil, weil er halt einfach nicht so schnell kippt. Das heißt, okay, durch die Belüftung und so weiter. Das Ganze passiert im Automatikmodus alle 4 Stunden für 10 Minuten. Ja. Gleichzeitig perfekt. Also auch am Wochenende zum Beispiel, wenn die Maschinen nicht stehen, wird er belüftet. Okay, vor allem wenn jetzt das Thema, sagen wir mal, Automation sehr, sehr groß ist und man nicht die ganze Zeit jemanden hat, der daneben steht, um zu kontrollieren. Also gibt einem eine gewisse Ruhe und eine Sicherheit und somit eine gute Lösung für autonome Systeme. Genau, so sieht's aus. So ja, sieht's aus. Sehr, sehr schön. Wenn wir hier mal einen Blick auf die Vito 90 werfen, vielleicht machen wir es doch nochmal ganz kurz an, um mal so einen kleinen Blick darauf zu werfen. Ich würde mich auf jeden Fall, um mal zu sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Dürfen wir einfach mal... Einfach mal Start drücken, genau. Sehen Sie, wie es läuft. Der Kühlschmierstoff wird dann angesaugt, vorne durch den Filter gedrückt, läuft dann vorne sauber wieder raus in das Becken, in den Tank hinein. Wird entweder auf Füße gestellt, direkt in den Tank oder in den Tank gehangen. Und das Ganze läuft, wie gesagt, alle 4 Stunden für 10 Minuten ganz automatisch an. Muss halt eingesteckt sein. Ne? Also das heißt, auch dann übers Wochenende oder über Betriebsferien einfach eingesteckt bleiben und der filtert automatisch. Ja, super. Also vor allem das Thema dann Effizienz und Produktivität, wenn es eingesteckt ist, dass man nachhaltig auch sicher, was eine Lösung für Kunden hat, die sich vielleicht auch mal ein bisschen entspannen wollen und zurücklehnen wollen und länger was von ihren Kühlschmierstoffen haben wollen. Oder? Ja, wir haben halt auch deutlich weniger Wartungsarbeit an den Maschinen auch einfach, ne? Weil wenn der Kühlschmierstoff sauber bleibt, dann haben wir halt einfach so, dass die Pumpen nicht so schnell verstopfen, ne? Dann ist es auch viel, viel besser fürs Werkstück an sich, ne? Und auch für die Werkzeuge natürlich, ne? Das ist alles so, dass das deutlich geschont wird dadurch. Ne? Ja. Sehr, sehr schön. Dann würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank für diesen coolen Einblick. Vor allem, wenn wir über viele Herausforderungen jetzt auf dem Markt sprechen, ist das Thema Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Prävention und Verschleißminimierung, glaube ich, was ich bei vielen rausgehört habe. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung und bedanke mich ganz herzlich, dass wir einen kleinen Einblick gewinnen konnten. Perfekt, lieben Dankeschön. Dank. Ich danke. Ciao.